So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Sign. So, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir wollten mit unserer Schwester dingsen. Wir haben, ja, Cedric und Norma und hier Henry fast aus dem Haus gerettet. Ich habe natürlich die verkehrte Zahl gesagt, wo die rausfliehen sollten. Gott sei Dank gibt es hier unsere Mitleute, die jetzt eben tatsächlich geholfen haben, die hier rauszuholen, die richtige Tür gesagt haben. So, jetzt geht's weiter. Und man hat beim letzten Mal meine Stimme gehört. Das ist schon mal was Gutes, oder? So. Ach ja, Hannah, die hatte ja Probleme mit ihrer Mitbewohnerin. Hey, was gibt's? Achso, Tomji, die ist krank. Hey, was gibt's Neues? Ja, die ist krank, ne? Hat sich deine Mitbewohnerin beruhigt? Achso, ich schreibe sie direkt an. Endlich hab mir schon Sorge. Nee, die hat mir... Nee, wenn sie uns anschreibt. Ja? Sie ist krank. Dann kann man nicht antworten, hey, hat sich deine Mitbewohnerin beruhigt? Nein, wird sie nicht. So, pass auf. Machen wir so. Hey, was gibt's Neues? Machen wir. Kann man so sagen, Bruderherz. Hör dir das mal bitte genauer an. Okay. Wie kannst du es wagen, an meinen Rechner zu gehen? Noch nie was von Privatsphäre gehört? Mach jetzt die Schutztür auf! Hannah, hör nicht auf sie. Es ist alles gut. Ich muss dir etwas erklären. Okay, die ist wirklich krank. Was war das denn bitte schön? War das ein und dieselbe Person? Dreht sie jetzt komplett durch? Genau darum geht's. Ich habe sie nach dem Aufnahme darauf angesprochen. Hast du schon mal was von dissoziativer Identitätsstörung gehört? So, jetzt haben wir es. Du meinst, wenn ein Mensch mehrere Persönlichkeiten trägt? Das ist doch, wenn man nicht weiß, wer man ist. Noch nie im Leben. Identitätsstörung kann man ja... Schizophrenie? Ja. Richtig. Ja, habe ich schon mal was von gehört. Danke. Oh, da haben wir was zum Lesen. Die Dissoziationsidentitätsstörung. DIS. Ja, nach DSM-5 und ICD-11 ist dadurch gekennzeichnet, dass verschiedene Persönlichkeitszustände dissoziative Identitäten abwechselnd die Kontrolle über das Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen übernehmen. Okay. Anscheinend leidet sie wohl darunter. Sie erzählt mir, dass sie zwei Identitäten, in ihr schlummern und dass sie sich manchmal überhaupt nicht an Dinge erinnern kann, die sie getan hat. Wieso hat sie das denn nicht von Anfang an erzählt? Und was hast du jetzt davon? Ja gut. Und was soll das mit den Bildern von dir auf dem Laptop? Genau, das ist interessant. Sie sagt, sie kann sich nicht daran erinnern, diese aufgenommen zu haben. Ja, kann man ja drauf schieben. Ich bin ein bisschen gaga im Kopf und dann, weiß ich nicht, war meine andere Persönlichkeit. Es gab mal so einen geilen Film, glaube ich, da ist das ein, so ein Pastormord oder was, hat so einen jungen Pastor umgebracht und, der hat dann auch auf Schizophren gemacht und so, hat alles richtig geil gespielt, aber war gar nicht schizophren, der war einfach nur so böse und wurde tatsächlich freigesprochen, weil er eben halt das ja nicht beeinflussen konnte. Ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, keine Ahnung. Sie sagt, sie kann sich nicht daran erinnern, diese Aufnahmen gemacht zu haben. Ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht, was ich da von der Sache halten soll. Du, ich muss leider los. Hab um 11:30 noch einen Termin beim Zahnarzt. Aber ich melde mich bei dir, wenn es was Neues gibt. Pass bitte auf dich auf. Bitte mach das. Du kannst mir jederzeit schreiben, Schwesterchen. Das hört sich sehr familiär an, das machen wir. Wlup. So, oh, Nora, war eben auf deinem Instagram-Profil. Echt tolle Foto. Danke. Ja, danke. Dann geht es dir also wieder besser?
Du kleiner Stalker. Du kleiner, frecher, geiler Stöpsel. Jetzt hast du immerhin einen sexy Follower mehr. Ja, das ist, oh je. Hab immer noch das Gefühl, betrunken zu sein. Ja, dann schreib nicht so ein betrunkenes Zeugs. Konnte ich auch nicht wirklich schlafen, weil ich ständig an etwas denken musste. So, so, und das wäre? An mich? Tut mir leid. Über das, was ich gestern Abend geschrieben hatte. Ja, ich erinnere mich daran. Ich sag ja, du kleiner frecher Stöpsel. Du weißt ja, betrunkene und kleine Kinder sagen immer die Wahrheit. Sehr viel Amore. Und jetzt solltest du, glaube ich, langsam aufhören zu schreiben. Du reitest dich immer weiter rein. Du kommst dann nicht mehr raus, Nora. Hoffentlich bereue ich das nicht. Toll, dass wir nicht mal zwischenschreiben oder so. Hey, alles gut. Ich, übrigens, finde ich das genau das. Ich, ja. Egal, ich sag's einfach. Hab Lust auf dich. Was? Hä? So schnell gelöscht? Alles klar. Ich sollte das besser sein lassen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Ist vielleicht besser. Ich freue mich immer über sowas. B. Okay, wer nicht wagt. Wir haben uns nicht mal getroffen. Könntest du dir an unseren Abend mehr vorstellen? Du weißt schon, was ich meine. Jetzt kommt wieder Gabriela ins Geschäft. Nora schreibt. Was? Ja, Kreuze an. Ja, nein, ja. Ach, was soll's. Wer nicht wagt und so weiter. Punkt, Punkt, Punkt. Ich hab so gehofft, dass du ja sagst. Oh mein Gott, wie ich mich drauf freue. Ja? Diese kleinen Jumpscares jetzt immer, ne? Ja, ja. Wird das jetzt die ganze Zeit so gehen? Was für ein Tag sind wir? Tag 4, ne? Oder Tag 3? Tag 4? Weiß ich gar nicht mehr. Das will ich doch schwer hoffen. Bin jetzt irgendwie ganz hippelig. Ich hüpfe jetzt erstmal aus meinem Bett und ziehe mir etwas an. Ja, besser ist wohl, ne? Melde mich dann wieder. Bis bald. Küssen aufs Nüsschen. Ja, Rötzchen aufs Fingerchen. Organparty. Meine Lieben, ich hatte ein ausgesprochen nettes Telefonat mit Herrn Bechtel. Wer war das nochmal? Nun, Herr Bechtel war sehr überrascht, dass ich mich gerade für dieses Objekt interessiere. Genau, das war das Haus. Nach einem kurzen Smalltalk konnte ich ihm jedoch eine hochinteressante Info entlocken. Mit diesem Haus ist tatsächlich ein Todesfall verbunden. Echt jetzt? Oh mein Gott, ich muss es! Endlich, wir sind auf der richtigen Spur. Ich werde auch, glaube ich, wenn man mich so reden hört, wenn man das jetzt, wenn man die Bilder dazu nicht sieht, das Video, sondern mich einfach nochmal reden hört, dann könnte man denken, dass ich auch so ein bisschen Lala im Kopf bin. Konnten Sie den Eigentümer des Hauses in Erfahrung bringen? Leider nein. Zwar erwähnte er, die Taten der Hausbesitzer auf seinem PC gespeichert zu haben, diese dürfte er doch jedoch nicht, ja, aus Datenschutzgründen nicht preisgeben. Wir könnten versuchen, ihm Geld anzubieten. Dann müssen wir eben dort einbrechen. Wolf, kommst du irgendwie an diese Daten ran? Natürlich kann Wolf das. Oder eher wir. Wolf macht jeden zum Hacker, ne? Er ist hier den Heini aus 7. Jetzt hier. Ich bin Hacker und kein Zauberer. Ja, das war eine Frage. Hey, hallo? Nicht so snippisch gleich. Snippisch. Lassen Sie mich bitte kurz zu Ende erzählen. Ich war in der Lage, ihn von einem persönlichen Treffen in seinem Büro zu überzeugen.
Und wie der Teufel so will, ist dieser gerade einmal 5 Minuten vor mein Haus entfernt. Oh, wie schön, der Teufel will's also so. Ja, passt gerade. Leute, das ist unsere Chance. Ich brauche lediglich die IP-Adresse seines Computers. Wenn Sie diese herausfinden, sollte es mir ein leichtes sein, an die Kontaktdaten zu kommen. Okay. Wir kommen der Sache auf der Spur. Wolf, ich muss Sie doch bitten, wie soll ich denn an seine IP-Adresse kommen? Sowas geht ratzfatz. Sie brauchen nur einen ungestörten Augenblick an seinen Computer. Also brauchen wir ein Ablenkungsmanöver für Mr. Makler. Hier, Chiara passt doch. Wunderbar, wo sich gerade meldet. Kann ich gerne übernehmen. Ja, alles klar. Machen wir. Klar. Und wie soll sie das anstellen? Na, das ist so. Als sexy Standard bittet sie doch eine Autopanne an. Autopanne beim Maklerbüro. Ja, ist klar. Obwohl, wenn sie reinkommt, so mit Mini... Ja, okay. Sie könnte sich weiter als Interessenten ausgeben. Chiara lässt sich schon etwas einfallen. Mir fällt... Ja, komm, Chiara lässt sich was einfallen. Das ist ja nicht unser Problem. Sie soll das irgendwie lösen, das Problem, dass er abgelenkt ist. Und dann soll der Professor an die IP-Adresse kommen und darum geht es eigentlich nur. Das soll Chiara sich einfallen lassen. Okay, ich lasse mir einfach spontan etwas einfallen. Ja, siehst du? Prof, geben Sie mir bitte Bescheid, sobald Sie dort sind. Wie Sie wünschen, Chiara. Wie Sie wünschen. Ich ziehe mich nur kurz um und mache mich dann direkt auf den Weg. Wir sind nun auch wieder zu Hause. Drücke euch ganz fest die Daumen, dass alles klappt. Und Henry, dir bringe ich noch den versprochenen Whisky vorbei. Norma, wir haben gerade ganz andere Sorgen. Nein, ich find's gut. Das sind ja neue Töne. Ihr solltet alle einen klaren Kopf bewahren. Ich finde das gut, das sind neue Töne. Finde ich mal gut. Vielleicht die beiden, ihr wisst schon, Norma und Henry. Dieser Gruppenchat-Beef ist jetzt vorbei, ja? Mhm. Gibt's jetzt Liebelei und so was alles mit Amore. Ich habe schließlich noch etwas gut zu machen bei Fonzilein. Bin auch wieder Tom. Prof, Chiara, ihr kriegt das hin. Oh, Lea. Oh, was ist hier denn los? Aber bin ich so leicht fit? Wieso kann ich nicht? Achso. Hi, Tomji. Darf ich dich mal was fragen? Ja. Habe ich etwas angestellt? Was kommt denn nun? Von die Exo, was kommt denn? Wobei, ich würde bei meiner Ex genauso. Ich würde, glaube ich, blockieren. Die hört mir gar nicht schreiben. Die würde ich blockieren. Ja, komm, hau raus. Wer ist Nora? Ja. Woher wussten wir das? Man kennt Frauen, ne? Die finden alles raus. Kennst du dieses Mädel? Ja, das ist Nora, wieso fragst du? Klaro, ich bin ihr Tutor, was ist denn los? Wie kommst du denn darauf? Naja, sie hat mich eben auf Insta angeschrieben, wart? Ich glaube, ich kenne da auch eine, die Ex-Freundinnen anschreibt auf gewissen Social-Media-Festplatten, um rauszufinden, wie der Neue denn so ist. Ganz komische Nummer. Pass auf. Huhu! Dein Ex ist ja mal ein richtiges Schnuckelchen. Triffst du dich auch noch oft mit ihm? Wieso hast du eigentlich noch Bilder von euch in der Galerie? Kann verstehen, dass du mit ihm zusammen warst. Find ihn umwerfend. Und er macht mich glücklich. Was? Und er macht mich zum... Er macht mich zum Glück auch. Okay. Ja, gut. Das ist natürlich ziemlich sehr offensiv, ne? Ist hier der Grund, warum du keine Beziehung mehr mit mir möchtest? Ja, du weißt doch, wieso es zwischen uns nicht funktioniert. Ja, Lea, bitte, was soll die Frage? Ich will ehrlich zu dir sein. Ja. Nein.
Das hat bei uns nicht funktioniert. Punkt aus, Ende aus, die Maus. Dann geht's einfach nicht. Denn, ja. Aber viele von euch haben ja Lea, glaube ich, noch eine Chance gegeben. Ich weiß. Viele von euch haben Lea noch eine Chance gegeben. Es fällt mir nur so verdammt schwer. Einerseits will ich dich um nichts in der Welt verlieren. Andererseits der Gedanke, dich mit einer anderen zu sehen. Mir wird es genauso schwer fallen, wenn ich mit ihr im Bett bin. Oh, Tomsi, du bist ein Arsch. Ich will dich auch nicht verlieren, Lea. Das vergeht irgendwann. Ja, komm. Was willst du sagen? Ja, ha? Na, danke. Ja, gerne. Guter Rat, oder? Ich werde mich mal versuchen, etwas abzulenken. Ja, ich habe jemanden, der ist Wolf. Vielleicht melde ich mich bei Lovo an. Was ist das denn? Nur Spaß. Bis nachher. Was ist denn Lovo? Ist das so eine Dating-App oder was? Ich weiß das nicht. Ich kenne mich damit nicht. Ich bin raus. Ich bin komplett raus. Seitdem es, glaube ich, so eine Apps gibt oder noch davor, bin ich nicht mehr auf dem Markt. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit so einem Schwachsinn einfach nicht aus. Und wenn es nicht irgendwie eine TV-Werbung ist, kenne ich es nicht. Ah, das ist Nora. Ey, hast du mal kurz? Sag mal, bist du beknackt oder was? Was meldest du dich bei meiner Ex-Freundin? Sag mal, hä? Lübt das noch? Lass mal schön bleiben jetzt. Hat sich erledigt mit uns. Schon wieder Sehnsucht nach mir? Ja, nicht ganz. Es geht um Lea. Wie kommst du dazu, meine Ex anzuschreiben? Hast du mir vielleicht etwas zu sagen? Hat deine Ex mich verpetzt? Geht's darum? Du konntest dir doch wohl nicht denken, dass mir das Ganze gegen den Strich geht. Ah, was hast du denn nur dabei gedacht? Tu mir einen Gefallen und lass Lea nur bitte in Ruhe. Ja, ich kenne, wie gesagt, ich kenne auch eine, weißt du? Bist mit einer zusammengekommen, beziehungsweise kurz vorm Zusammenkommen, kurz vorm ersten Date, und dann wird die Ex auf einmal angeschrieben. Mhm, ja. Wir wollen niemanden angucken. Naja, ja. Ich blass dich mal nicht so, jetzt blass dich mal nicht so auf. Hab mir wirklich nichts Schlimmes dabei gedacht. Tut mir wirklich leid, okay? Ich weiß gerade nicht, was ich davon halten soll. Ja, nee. Kannst ja schon bald wieder gut machen. Okay, unterlass das bitte. Wieso kann ich dir bloß nicht böse sein? Wieso kann ich dir bloß nicht böse... Ja, konnte ich dir auch nicht, ne? Ja, das war so. Das ist meine Story, tatsächlich. Das verrate ich dir an unserem Filmabend. Weißt du was? Ich lösche jetzt die Nachrichten, die ich deiner Ex geschickt hatte. Und ich verspreche dir, kommt nicht mehr vor. Meld mich wieder. Ja, aber die hat sie ja schon gelesen. Was bringt das hier? Ja. Frauenlogik. Oh, Mutti. Ja, grüß dich, mein Junge. Hast du ein paar Minuten? Muss dir unbedingt was vertellen. Für dich doch immer, Mutti. Ist denn wichtig? Was? Ein paar Minuten habe ich. Für Mutti, hallo? Mutti. Rate mal, um was das geht. Um was das geht. Kleiner Tipp. Es geht ein Traum für mich in Erfüllung. Ihr kauft euch eine moderne Küche. Bekommst du endlich ein eigenes Auto? Ihr holt euch einen Hund. Ja, das wäre doch geil. Du öffnest eine Bäckerei? Sorry, Mama, ich habe keine Zeit. Was? Das wäre ja wohl eher Papas Traum. Als meiner. Nö, es geht um Folgendes. Dein Vater und ich sind schon ganz gut um die Welt gekommen. Von Hamburg bis nach Bremen. Und ich habe in vielen Ländern die leckersten Backwaren gesehen. In den USA traditionellen amerikanischen Käsekuchen. In Brasilien leckere Schieß mich tot. Oder in Japan die besten Sekura Mochi. Sagt mir alles nichts. Außer natürlich diese Cheesecake-Dinge. Ich
Ich hab die ganzen Leckereien auch schon zu Hause noch gebacken und war echt zufrieden damit. Ja, das ist gut. Selbst dein Vater haben die geschmeckt und ist oft mein großer Kritiker. Ich warte immer noch auf die Auflösung. Tatsächlich warten wir wirklich auf die Auflösung. Mach's nicht so spannend, Mutti. Komm zur Sache, Mama. Ich mag auch nicht haben, wenn man immer um heißen Brei herumredet irgendwie. Das finde ich total öde. Kenne ich auch jemanden, der das macht. Wir wollen niemanden angucken. Kommt jetzt, mein Löden. Also. Von der Kreuzfahrt waren Frank und Tanja zum Essen hier. Und ich habe ein bisschen Sahnetörtchen zum Nachtisch gebacken. In der Küche. Die beiden waren so begeistert, dass sie mir vorgeschlagen haben, ein Backbuch zu schreiben. Und da kam mir die Idee. Ich könnte doch ein Backbuch mit Rezepten aus der ganzen Welt schreiben. Ja, muck dat. Dann könnte ich endlich meine Leidenschaft in die Welt hinaustragen. Ja, das ist doch eine super Idee. Ein Backbuch? Ach, ich weiß nicht so recht. Wenn du Freude daran hast, warum nicht? Na klar. Und wie? Du weißt doch, dass ich Bocken über alles liebe, ne? Und noch eine Namensidee habe ich auch schon. Mit dem Backblech um die Welt. Ja, hey, so kreativ kenne ich. Finde ich gut, brauchen wir uns nichts anderes angucken. So kreativ kenne ich dich gar nicht. Warte erst einmal, bis du das Buchcover siehst. Frank ist nämlich Grafiker und wollte mir dabei helfen, einen zu entwerfen. Ich kann das immer noch nicht realisieren. Mein eigenes Buch, davon habe ich schon immer geträumt. Ich muss mal weitermucken. Rezepte ausformulieren und ausprobieren und messen. Oh, da klingelt das Telefon. So, meine Lieben, ich wäre dann soweit. Stehe direkt vor dem Büro von Dr. Bechtel. Chiara, sind Sie auf dem Weg? Ich finde ihn so geil. Ihr könnt mal bei Instagram, könnt ihr mal Bernd Funke abonnieren. Folgt diesem Mann, das ist ein richtig smarter Typ. Der ist richtig klasse. Echt, bei Instagram einfach mal sofort. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt auch seine Instagram-Seite verlinkt ist. Bernd Funke, super geiler Typ. Ich finde den so klasse. Auch wenn ich ein bisschen geschwollen rede hierbei. Das ist keine Verarsche. Geiler Typ. Ne, macht geile Fotos und ist ein Typ voller Hobbys und voller Leben. Könnte hier wie Modern hier sein. Auch so überall so, ja, macht er gut. Also wie gesagt, Bernd Funke, einfach mal den Jungen, der ist bestimmt 30 Jahre älter als ich. Aber einfach mal abonnieren bei Instagram, folgen, sofort. Also hier, sofort jetzt kurz Pause machen, Video, Instagram rauf und zack, einmal ganz kurz bei Bernd Funke. Geht sofort los, finde ich gut. Also, super. So, danke für deine Meinung, mein Junge. Okay, weiter geht's hier. So, ich denke einfach mal, ja, Pause machen müsst ihr, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, wir machen einfach mal Schluss heute. Ja, gut, das war jetzt eine ganz uncoole Sache von Nora. Wie gesagt, aber solche uncoolen Sachen macht nicht nur Nora, sondern solche uncoolen Sachen machen auch andere Leute. So, meine lieben Kinderchen, das war's. Danke fürs Reinschalten. Das hat mir mördermäßig Spaß gemacht. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.